Willkommen zurück im viel zu dunklen Skyrim. Yay, wir haben hier oben da im Blutmond schon wieder und wir haben hier die Blutschanze quasi jetzt erst beim letzten Mal ausgeräumt, wo wir überraschenderweise ja irgendwie alles so ziemlich schnell gekillt haben. Ja, und wir machen uns jetzt heute auf zu den nächsten Quests, die wir hier einfach mal aussäubern werden. Hier zum Beispiel haben wir den Ahnenschimmer-Heiligtum, da sollen wir den Ahnenschimmerherz, Harz zu uns bringen, an uns reißen, wie auch immer. Hier haben wir so eine Quest, besuche das Museum hier, ja, muss jetzt nicht sein, Museumsturm muss jetzt nicht sein, nee. Erkunde die Badeakademie muss heute auch nicht sein, wir hätten hier noch die Statue von Meridia, die wir noch machen können. Wir haben hier noch, Triff Arwolstein in der Festung Nordwacht, da können wir noch hin. Kommt aber alles noch. Wir haben auch noch so ein paar andere Quests, die wir hier noch so machen müssen, zum Beispiel hier den Riesen in Lager Schlafbaum. Ich glaube, den werden wir jetzt mal beseitigen. Also reisen wir erstmal so in das nächstbeste Ding, was wir da so haben. Und dann schauen wir mal, wie und wen und warum wir da töten können. Obwohl, warum ist eigentlich klar? Weil ich es bin. So, also, nein, ich bin immer noch Fable-Steuerung hier gewohnt, weil es spielt sich ja schon ein bisschen ähnlich. So ganz bisschen und dennoch anders halt, ne? Und aber denke ich halt, wenn ich jetzt rechte Maustaste drücke, dass ich dann hier schneller laufen kann. Aber das ist ja gar nicht so. Muss ja dafür Alt drücken, immer noch. So, da hinten haben wir ein paar von unseren Kollegen. Hallo Kollegen, ich will euch gar nichts tun. Ich will nur euren Riesen da töten. Weil, muss sein und so. Was ist das für ein merkwürdiger Baum? Hey Mammuts, was geht ab? Ich bin voll euer Artgenosse und so. Hey. Nicht aggro sein. Ich will von euch gar nichts. Ich will nur was von ihm her. Hallo, Riese. Ich mag Riesen nicht. Die sind immer so scheiße stark. Hey, du Riese. Alter, lass das mal hier. Aua. Da ist er down. Ja, das war doch einfach. Jetzt aber hier Schwertchen mal wegstecken und dann sagen wir hier mal dem Mammut hier hallo. Lass mal das Gold mitnehmen. Kuhfell brauche ich nicht. Obwohl, ich weiß ja nicht. Riesenzeh brauche ich für Alchemie. So, hey Mammut, was geht ab? Okay, sie sind aggro. Aggro, Mammut. Geh da weg, Lydia. Lydia, was tust du da? Lydia. Lydia, lass den Scheiß. Ich kann das nicht mit ansehen. Warte. Kann ich mich teleportieren, wenn ich in den Kampf bin? Bestimmt nicht, ne? Nein. Ach, Lydia, muss das denn sein? Da ist Lydia down. Ich lauf da mal. Tschüss. Bis dann. Ich will nicht gegen mich selbst kämpfen. Das geht immer nicht gut aus. Ne, das ist irgendwie... Ne, weißt du auch. Da ist noch ein Riese. Er muss sterben. Stirb, du dämlicher Kackriese. Und knie dich in die Wiese. Bevor ich hier noch nie sehe. Ja, okay. Ich sollte das mit den schlechten Rhymes hier mal so lassen und stattdessen mal lieber einen Heiltrank trinken. Falls ich einen dabei habe. Hab ich. Trank der Gesundheit. 20 Punkte erhöht, warum nicht? Ja, 50 wiederherstellen, ja, warum nicht? Kleine Heilung, ja, warum nicht? Das brauchst du aber schon, obwohl starke Heilung hätten wir noch, aber das ist ein bisschen zu viel jetzt für uns aktuelle Heilungszeug. Mach ihn tot. Und nebenbei noch der andere Heiltrank trinken. Zack. So, und. Wow. Okay, so viel zu dem. Und er hat auch ordentlich Geld dabei. Das lohnt sich ja wirklich, diese Typen hier zu töten. Noch so ein Riesenzeh kann ich mir mal verwenden. Pferdefell, nein, danke. So. Ich hoffe, Lydia hat jetzt die... Da spritzt noch Blut. Da spritzt immer noch Blut. Mach das nochmal. Da, habt ihr gesehen? So. Ich bin hier auch vollkommen blutbemalt. Ja, es geht auch schon weg auf einmal. Von eben auf jetzt. Siehst du? Blut auf einmal weg. Es ist magic. Es prallt einfach so ab und so. So, ja, was wollte ich denn jetzt? Ich habe jetzt das gemacht. Jetzt wollte ich auf dem Weg zur nächsten Quest, obwohl ich wollte eigentlich den Baum dann noch untersuchen. Was mit diesem Baum da so ist, warum er denn so schneeweiß ist und so. Ich glaube, so wirklich herausfinden werde ich das auch nicht, aber man kann ja mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Oder ob der erst im Zuge einer bestimmten Quest eine Rolle spielt oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Ach, Mammuts, jetzt lasst mich doch mal hier, ne?
will doch hier nur mal so baden. Irgendwas ist an diesem Baum merkwürdig. Da ist was dran. Auf aktivieren. Du hast erfolgreich Schlafbaumsaft geerntet. Aha. Ihr Mammuts. Ich bin nett, weißt du? Oh, Lydia. Lydia ist nicht nett. Geht auf die Lydia! Sie hat dir einen Pfeil ins Auge gestochen. Da, das musste auch wehtun. Okay, der Pfeil ist weg. Ist ja gut, meine Güte. Ja, kann ich das noch beernten? Du hast nichts. Okay, dann gehen wir mal. Was haben wir denn hier? Ist das hier eine Mammut-Futterstelle? Riesenkäse. Käseschale, aha. Hey, ich will doch nur den Käse. So, ja, ist ja gut. Meine Güte, ich gehe ja schon. Ach, also nette Verkäufer sind das ja nun nicht, ne? Diese Mammut-Verkäufer hier. So, haben wir das. Jetzt wollte ich gleich mal gucken, ob da geradeaus diese Banditenfestung da schon entdeckt ist oder nicht. Ach, hört schon auf zu jammern. Aha. Hey, ich hab da so ein Problem. Die Stelle, an der mich der Pfeil erwischt hat, schmerzt immer noch. Ich hasse Bogenschützen. Ich hasse auch Bogenschützen. Hört schon auf zu jammern. Immer diese Jammerlappen hier, diese kaiserlichen. Enten ist hier der Turm, wo wir mal gegen unseren ersten Drachen gekämpft haben. Ups, Blümchen. Mein Blümchen. So, haben wir Distelzweig. Da können wir jetzt bestimmt auch Distel-Tee kochen. Was haben wir denn hier so Schönes? Und wer seid ihr? Und wieso seid ihr hier? Wow! Ich wollte doch nur mal hier Hallo sagen und so. Meine Güte, was ist das denn so viel verlangt hier? So, ich wollte das hier nur mal erkunden. Ja, ich weiß, da kommt schon der Nächste hier. Geh weg! Skelette halten ja nichts aus, das kennt man ja. Ist ja in so ziemlich jedem RPG so, dass Skelette wirklich so Kacknoobs unter den Mobs sind. Es gibt Ausnahmen natürlich, was ich auch begrüße, weil ich bin eigentlich so ein kleiner Skelettfreund, ja. Wenn Untote, dann nach Möglichkeit sowas Skelettartiges. Und was haben wir hier für Gräber? Und kann ich die Schaufel vielleicht dafür benutzen? Um da mal so zu schaufeln oder sowas? Mal gucken. Ich habe sowas noch nie gemacht. Wo haben wir denn jetzt hier die Schaufel? Ist das hier vielleicht unter sonstiges drin? Da, Schaufel, Schaufel, Schaufel. Kannst du diesen Gegenstand nicht ausrüsten? Wieso nicht? Ah. Okay, kann ich den zu Favoriten hinzufügen? Du kannst dieses Objekt nicht als Favorit hinzufügen. Wieso habe ich denn dann da unten diese Optionen dafür? Weißt du, ich dachte mir jetzt halt so mit Schaufel einfach mal hier so ein bisschen buddeln oder so, ne? So Untote ausgraben oder sowas, ich weiß ja auch nicht. Aber nö, das klappt nicht. Das ist ja, ne? Also, hätte man eigentlich machen können. So, hier kann ich mir Kopfgeld geben lassen, da kann ich zu Skior zurückkehren. Machen wir auch alles. Halt nur, ich würde halt eigentlich auch gerne... Wir müssen hier auch mal irgendwann hin und wir müssen noch Bären töten. Wir müssen hier den Ahnenschimmerharz. Dann gehen wir doch mal hier so in etwa hin. Und dann reisen wir erstmal zum Ahnenschimmerharz. Ne? Damit wir auch das mal so an uns reißen können. Und dann noch eine Quest abgeben können und so weiter und so fort. Man kennt das ja. So. Wo muss ich lang? Ich gucke in diese Richtung. Ich muss da lang. Also muss ich nach links. Einmal hier so lang. Also das Gebirge hier runter. Und dann mal gucken. Hier müssen wir jetzt eigentlich mehr oder weniger einfach nur geradeaus. Wieso sind hier so komische Funken in der Luft? Oder sind das hier so Glühwürmchen? Sieht irgendwie bedrohlich aus, ein bisschen zumindest. Und mal wieder keine Ausdauer. Ich brauche wesentlich mehr Skillpunkte, damit ich so alles mal skillen kann hier. So bis zum geht nicht mehr. Oh, eine Distel. Noch mehr Distel-Tee. Jeder braucht Distel-Tee. Und ich auch. So, ich nehme hier einfach mal diesen Weg hier nach unten oder so. Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, der führt auch nach unten. So nach einer gewissen Zeit. Es tut mir jetzt auch leid, dass es hier so dunkel ist. Ne? Aber das liegt halt daran, dass es auch tatsächlich dunkel ist. Geradeaus haben wir mal wieder solche Wächtersteine. Oder einen zumindest. Ups.
Noch eine Distel. Distel. So, gehen wir nochmal hier so ungefähr nach geradeaus. Versuchen hier nicht so herunterzustürzen und uns Fallschaden zuzufügen. Ist ja sowieso immer der schlimmste Boss in jedem RPG, ist immer so der Runterfallboss. Neben dem Fahrstuhlboss natürlich. So. Hoch. Was haben wir denn hier? Ein Geysir oder sowas? Heiße Quellen? Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte da nicht reinfallen. Ich will es. Hm. Ich bekomme keinen Schaden, das ist schon mal gut. Es sein könnte, dass es so heiß ist, dass ich Schaden bekomme. Das ist ein Glühwürmchen. Eindeutig, nicht das. Neben da ist irgendwo ein Feind. In dieser Richtung. Wo ist der Feind? Ich sehe ihn nicht. Ist er im Wasser drin? Hoch. Ach du Kacke, was ist das für eine Riesenkack-Scheißspinne? Okay, sieht wahrscheinlich nur groß aus, ne? Da, Pfeil und Bogen. Und dann sagen wir, hör mal, Hallöchen, riesige Frostspinne. Frostbiffspinne, ich sollte vielleicht lesen. Lydia macht das schon. So, die macht das hier von hier aus. Wow, da spuckt sie ihr Spinnennetz hier aus. Das war nicht gut. Bleib schön da oben. Bleib schön da oben. Ich mag keine Spinnen. Es war zu hoch, okay. Obwohl, es hat getroffen. Faszinierend. So, nochmal. Und immer schön in die Fresse rein. Und bam! Das war eklig. Ich hasse Spinnen. Was haben wir eigentlich da? Können wir uns auch mal gleich angucken. So, jetzt wollte ich aber erstmal den Wächterstein hier mal kurz angucken. Ich habe ja immer in so Spielen so manchmal einfach so diesen Entdecker dran. So, was haben wir denn hier? Atronarchenstein. Aktivieren! Wer unter den Zeichen des Atronarchen steht, nimmt einen Teil des angreifenden Zauberschadens auf und besitzt mehr Magie. Regeneriert sie dafür aber langsamer. Nein, danke, kann ich nicht gebrauchen. Wenn das jetzt hier so ein bisschen so Elementarschaden absorbieren würde, pff, gerne, ne, aber nicht sowas, ne. Drachenbaum. Jetzt auch noch so einen schönen Drachenbaum-Tee bauen. Nee, das wäre es ja noch. Ja, jetzt, weiß nicht, will ich die Spinne dadurch suchen nach irgendwas? Ich glaube eigentlich nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo die ist. Egal. Gehen wir hier mal hin. Die Nebelwacht. Hey, bleib mal locker. Sofern ihr nicht hier seid, um ein Lösegeld zu bezahlen, solltet ihr umkehren und verschwinden. Was für ein Lösegeld? Nicht weiter. Hey! Alter! Ich will hier kein Lösegeld bezahlen, ich will hier einfach nur mal los sein und so. Also wirklich. Oh. So. Dann muss halt dieses ganze Dorf hier mal sterben. Oder? Die Wacht. Ja, ja. Ihr mit euren tollen Sprüchen aus meinem Fell macht ihr einen tollen Teppich und sowas. Kenne ich ja schon. Hm, die war fast sexy. Tut mir ja fast leid. So, noch irgendwas hier? Sonderlich viel Widerstand gibt es hier aber nicht. Dafür, dass hier anscheinend irgendwer als Geisel genommen wurde, um dann hier ein Lösegeld zu bezahlen, ist eigentlich ziemlich kläglich. Hm. Was haben wir hier noch so Schönes drin? Wenn ich da reinkommen würde. Hallöle. Ist hier irgendwas Tolles? Ein Holzteller? Nee, danke. Ein bisschen Met? Nee. Für Honigbräu-Met? Das klingt eigentlich gar nicht verkehrt. So. Da noch was? Wir können da noch mal so eine Brücke runterziehen. Wenn wir da irgendwie hinkommen. Nein. Doch. Vielleicht. Irgend so ein Nordturm. Der Mistwatch. Also Nebelwacht. Wie die Typen hier auch schon heißen und so. Gehen wir doch mal da rein und dann schauen wir mal, wen wir da befreien können oder so. Wie Lydia und O. Hallo? Was haben wir denn hier Schönes? Sieht aber dekorativ wertvoll aus. So.
Interessantes Konstrukt.